Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von eurem Looks-Like-Link. Und dieses Mal packen wir dieses wunderschöne Paket von Fire Emblem Three Houses aus. Ja, der Limited Edition natürlich, ein ganz schön riesiges Paket, was auch ordentlich Gewicht hat. Ja, aber schaut es euch an, ist das nicht, ey. Ach, Limited Editions, ey. Ich liebe sie einfach nach wie vor, ja, kann man nicht anders sagen. Hier kann man nochmal schön die Inhalte sehen, was einen erwartet. Auch natürlich auf der Hinterrückseite nochmal in Großaufnahme. Ist einfach viel zu riesig alles, ja. Aber trotzdem, also sehr interessanterweise ist auch ein USB-Stick dabei mit dem Soundtrack. Auch nicht schlecht. Und guck mal hier, was mir wieder aufgefallen ist, ein neues Symbol. Ich glaube, das habe ich bisher jetzt noch nie gesehen auf irgendeinem Spiel. Ich glaube, das ist bestimmt eher Microtransactions oder sowas. Kleiner Hinweis darauf. Ja, von mir aus muss ja alles seine Richtigkeit haben. Kein Problem. Also, ich würde sagen, wir packen das hier jetzt mal richtig schön standardmäßig wieder aus. Allerdings sei euch noch gesagt, bleibt bis zum Schluss, denn ich habe noch eine kleine Verlosung vor. Denn jeder von euch hat die Chance, drei Personen insgesamt, hat die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Fire Emblem Three Houses, allerdings die normale Version, ja, die Special Edition hier, das ist meine. Habt ihr das verstanden? Nein, aber trotzdem können immer noch drei von euch das ganz normale Spiel gewinnen. Aber dazu am Ende dann mehr. So, ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz spontan wieder, wie immer. Gucken wir erstmal hier oben mal. Oh, was zum... Was? Was steht da? Hier befindet sich das Artbook. Boah, ja, das Artbook ist, glaube ich, auch wieder das, was das ganze Ding hier so schwer und größenverhältnismäßig so rausballert. So, ah, wartet mal. Okay, was haben wir denn hier schön? Oh. So, erstmal die Packung weg. Kurzer Blick rein. Nischt mehr beiseite stellen. So. Ach, guck mal hier. Gleich ganz oben am Anfang. Schön das Spiel ohne USK-Logo. Dann ist es ja schon auf der Packung drauf, ne? Von daher sehr, sehr schön. So, hier genau, dieses Spiel. Ne, dieses könnt ihr ja nachher am Ende nochmal gewinnen. Ganz normales Spiel. So. Okay, ja, erstmal noch hier, erstmal nochmal schön verschweißt. Dann haben wir hier nebenan das Ultra Shiny Steelbook. Ja, wo ich immer aufpassen muss, wo auch irgendwie. Ja, eine sehr interessante Person, ne? Wer mag das sein da drauf? Boah. Okay, das sieht schon krass aus. Schöne Effekte, einfach das Bild nochmal irgendwie in zerstört. Was ist denn da passiert? So, und auch nochmal von innen nochmal hier. Übelst Reflection, ey. Irgendwie, ich glaube, das sind die Hallen der Schule, nicht wahr? Sollte das sogar sein? Ah, Steelbooks. Steelbooks haben auch immer was für sich. Ne? Sind halt wirkliche Sammelgegenstände, die man einfach sich gerne ins Regal stellt. Also ich glaube, das hier ist dann sogar schon... Hier ist dann gar nichts mehr. Warte mal, lass mal schnell zusammenpacken. Jetzt mal kurz beiseite. Ich glaube, hier ist... Ich gucke natürlich nochmal ganz genau nachher nach, aber ich glaube, das war's. Ah, die nächste Ebene beinhaltet natürlich die wunderschönen Anstecker von den drei Häusern, wo man sich ja eines im Spiel aussuchen muss, welchem man beitreten möchte als Professor, welches Haus man unterrichten möchte. Sag ganz vorsichtig, ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger bei so einen Sammelgegenständen. Boah. Ja, richtig shiny. Einfach die Logos, sehr, sehr schön. Ich weiß schon, dass ich mich für die Black Eagles entscheiden werde, ja, das definitiv schon mal. So, auch schöne Macht, kleines, schönes. Aber ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand ansteckt, oder? Weil es ist zu wertvoll. Es ist einfach zu wertvoll, was soll man sagen? So, und das hier muss ja dann der USB-Stick sein. Habe ich auch noch nicht so häufig vorgefunden. Es sind ja sonst immer eigentlich eher CDs. Jetzt seht ihr hier wieder. Vorsichtig. So. Okay, das. Ja, dafür, dass die Packung so riesig ist, ne? Hat man so ein kleines Schächtelchen hier, aber. Nee, es liegt ja am Artbook. So. Boah, da ist er, der USB-Stick mit dem Logo drauf. So, halt richtig schön in so einem samtigen Stoff eingelassen. Ja, richtig toll. Und hier haben wir ihn, das kleine Symbol. Und hier mit ausfahrbarem USB-Stick, nicht wahr? Wartet mal. Ey, das ist ja... Das sind ja hier Technics, ey, Technics vom Feinsten. Ja, aber irgendwie gefällt mir. Schön der Soundtrack. Oh, man, den ihr bestimmt auch gerade im Hintergrund hört. Ja, wenn ich nicht vergesse, den reinzuschneiden. Ne? Schönen Soundtrack vom Spiel. Toll. Wirklich klasse. Und so edel verarbeitet. Ja, ich meine, es ist nur ein USB-Stick. Aber ja, manchmal, ne, wie sagt man, das Auge ist mit bei so den Sachen. Wenn es edel aussieht, dann ja, kann man auch so einem USB-Stick durchaus was abgewinnen. So, sehr schön. Jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich hier an das Artbook komme. Eine gesonderte Öffnung irgendwo. Ich glaube, es ist aber ganz normal hier. Wartet mal.
Ich will ja nichts kaputt machen. So, dann müssen wir mal. Hä? Ja, doch, es gibt ein bisschen nach, ja. So. Boah. Okay, das. Hey, das ist wieder so ein Hardcover-Ding ist, ey. Das ist immer so cool. Hardcover, Leute, das muss sein. So, warte. Bisschen mit Eigengewicht hier rausballern. Boah. Ja, das ist doch wieder. Alter, das ist ja richtig schick. Und vor allem mit verschiedenen irgendwie. Hier ist es so ein bisschen gefühlsmäßig, ja, wie soll ich sagen, so gummimäßig so. Vielleicht kennt der ein oder andere so ein Material. Und hier ist es halt ganz rau. Hört man vielleicht, oder? Kann man es hören? Es sind unterschiedliche Materialien und das. Ey, davon mit goldener Schrift. The Art of Fire Emblem, Three Houses. Boah. Richtig schick. Ja, nochmal dasselbe Bild wie auf dem Steelbook, vorne und hinten. Ganz krass. Und ey, was ist für so ein längliches Buch? Ja, denn heutzutage kann man ja jede Bücher irgendwie in allen möglichen Formen und Farben veröffentlichen. Wir blättern mal ganz schnell durch. Ach ja, genau, sowas hier. Das ist ja die Professorin und der Professor. Je nachdem, wenn man denn sein Avatar auswählt. Ja, schöne Konzeptskizzen. Einfach wieder interessant. Ah, Edelgard. Ja, der werde ich mal ordentlich ein paar Sachen beibringen. Weil das ist ja Haus, an das ich mich widmen werde. Mit verschiedenen Klamotten? Oh, manchmal muss man aufpassen, denn so ein Artbook kann auch durchaus spoilern. Ne, blättern wir lieber mal nicht, nicht so. Wer ist denn das? Blättern wir mal lieber nicht ganz so weit rein. Nicht, dass wir irgendwie den finalen Boss oder so sehen. So im Artbook, ne, kann immer wieder sein. Aber es ist an sich ordentlich dick. Schön, Alter, krass, ordentlich was zu gucken und macht halt echt was her. Vor allem vom Gewicht und so. Das war's dann aber soweit mit dem Inhalt. Ich werde ihn wie immer nochmal ein bisschen schicker arrangieren. Und dann kommen wir nochmal zur kleinen Gewinnspielverlosung. Yes! Ah, ein Traum. Eine wunderschöne Limited Edition, die Nintendo uns da präsentiert. Sehr, sehr schön. Für mich ist immer ein besonderes Highlight halt der Soundtrack und das Artbook. Der Soundtrack ist sehr keck präsentiert in Form halt eines USB-Sticks. Nicht schlecht, aber ist halt ein bisschen zeitgemäßer, nicht wahr? Schöne Steelbooks, schöne kleine Anstecker, richtig toll. Und jetzt kommen wir nochmal zur eigentlichen Verlosung, damit auch ihr, wer es gerne möchte, Fire Emblem Three Houses ist ja noch gar nicht ausgepackt. Moment mal. Wer Fire Emblem Three Houses, wie gesagt, nur die normale Version, nicht die Limited Edition, nur das normale Spiel, darf ich dreimal verlosen an drei Personen von euch. Also was ihr dafür tun müsst, ist mir einfach zu schreiben, welches der drei Häuser, der drei Reiche, ihr wählen würdet und warum ihr das tun würdet. Ja, zack, und dann seid ihr auch schon mit dabei. Oh, guck mal hier. Guck mal hier, sind meine Alter, gut, dass ich die nochmal ausgepackt habe. Hier sind man hier die beiden Avatare und hier sind ganz viele Mitglieder oder Students, die man dann im Spiel unterrichtet. Nicht wahr? Ey, cool. Voll schick. Ja, alles schön farblich hinterlegt, damit man auch so einen kleinen Eindruck hat von wegen, na, welche Charaktere hat welches Haus. Sehr schön, cool, sehr, sehr nice. Leute, also ne, macht mit am kleinen Gewinnspiel, wer sich für Fire Emblem Houses interessiert natürlich nur. Und wer auch dieses Spiel sein eigen nennen möchte, einfach schreiben, welches der drei Häuser ihr wählen würdet und warum. Und ansonsten würde ich mich bei euch für den heutigen Part hier verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Interesse bei diesem Unboxing. Ist ja denn auch meistens eher eine Seltenheit. Bin ja jetzt nicht so unbedingt der Unboxing-Channel, aber bei so einem schönen Limited Editions bin ich doch gerne dabei und gewillt, ein Video dazu zu produzieren. Also, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!